Was geht ab, ihr stinkenden Stinker? Heute schauen wir uns mal Kinder an, die das System ausgetrickst haben. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Wenn es sich gefällt, lasst ein Like. Da schaffen wir heute 882 Likes. Hallo zusammen. Hallo! Kinder und Katzen sind bekanntlich die größten Internetstars überhaupt, weil sowohl die einen als auch die anderen immer wieder lustige, kuriose und zum Teil völlig unerklärliche Dinge machen. Manchmal fragt man sich beim Blick auf Kinder, wie kommt es, dass sie so anders ticken als wir? Also seid ihr bereit für eine Ladung positive Energie? Dann bleibt bis zum Ende dran und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst uns loslegen. Let's go, abonniert sie, mentale Zuflucht. Jetzt bin ich gespannt, Broski. Hau her die Fakten. Wenn es das Baukastensystem Lego bereits im Mittelalter gegeben hätte, wäre es sicher zum Foltern eingesetzt worden. Wenn ihr mal auf einen Legostein getreten seid, wisst ihr, was wir meinen. Legosteine eignen sich für... Bro, ich schwöre, ich glaube, jeder hat diesen Albtraum, wo er ein Kind war und außerdem auf Lego gestiegen ist und erstmal angefangen hat zu heulen, weil das so weh tut, Bro. Barfuß. Ist perfekt als eine Art Krähenfüße, welche früher in Kriegen großflächig ausgebracht wurden, um gegnerische Infanteristen in ihrem Vormarsch aufzuhalten. Ja, genau das tat dieser Bursche, der mit seinem siegessicheren Grinsen zu sagen scheint: Na, und wie wollt ihr jetzt bis zu mir kommen? Da ist wirklich nichts zu machen, denn kein geistig gesunder Mensch würde seinen Füßen so einen Hindernislauf antun. Manchmal kauft man seiner Katze ein teures Katzenspielzeug, aber... Das ist schon 500 IQ, das ist schon 500 IQ, Alter, wenn... Aber als ob, wenn so ein Dad mit seinem Gürtel kommt und die eine auf den Hintern kleppen will, man, als ob der dann nicht mit seinen Schuhen einfach da drüber... Dads haben doch immer Hausschuhe an. Hat euer Dad auch Hausschuhe an? Meiner hat immer Hausschuhe an, immer Hausschuhe. Geht das komplett und spielt stattdessen mit dessen Verpackung. Dasselbe beobachtet man mitunter bei Kindern. Wozu braucht man ein rosa Minimaus-Sofa und einen Haufen Spielsachen, wenn man einen leeren Baby-Nahrungsbehälter zur Hand hat? Das Kind scheint Spaß zu haben. Seine Eltern wohl eher weniger. Lol. Ein ganz normaler leerer Farbeimer scheint eine großartige Alternative für einen 150-Dollar-Pool zu sein. Denn er ist schön günstig und viel sicherer zum Planschen. Manche Kinder sind viel sparsamer und einfallsreicher als Erwachsene, findet ihr nicht? Bro. Einige Leute würden eher sterben, als zuzugeben, dass sie Unrecht haben. Oh, okay. Digga, ich bin aber als Kind auch in so einer kleinen, so eine Plastikbadewanne. Das war nur so eine Schüssel, da bin ich auch drin gelegen, Alter. Beste, Bro, mashallah. Und dann einfach laufen lassen und keiner merkt's. Und dann setzt sich dein Bruder hinterher rein und denkt sich so, warum ist hier so warm, Alter? Seid ihr auch so dickköpfig und gebt in Diskussionen niemals nach? Selbst wenn es so ist, Junge, seid ihr diesem Winzling wahrscheinlich trotzdem nicht gewachsen. Als seine Mama zu ihm sagte, dass das Ding, das er in der Hand hielt, kein Apfel, sondern eine Zwiebel sei, weigerte er sich daran zu glauben und knabberte daran weiter, weil es ihm ums Prinzip ging. Ehrlich gesagt, kriegt man schon allein beim Anschauen dieser Bilder Tränen. Der ist einfach eine Zwiebel. Sowohl das Kind, das nach dem Motto lieber tot als den Fehler zuzugeben agierte, als auch seine Mutter, die es davon nicht abhielt, legten eine bemerkenswerte Ausdauer an den Tag. Krank. Früher oder später müssen alle von uns den bitteren Geschmack der Enttäuschung kosten. Und manchmal sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Diesen Buben scheint keiner erklärt zu haben, dass Bräunungscreme für Bodybuilder und Schokolade nicht denselben Geschmack haben. Tja, an dem Tag Nein. musste er wohl ohne Dessert auskommen. Die Mutter dieser Mädchen Bro. Scheint einer... Hey, ich dachte, das waren Kinder, die das System ausgetrickst haben und nicht untergegangen sind im System, Alter. ...kreativen Herangehensweise an die Beilegung familiärer Konflikte anzuhängen. Eines Tages, als sie sah, dass ihre Töchter sich stritten und keine von ihnen sich geschlagen gab, schlug sie ihnen vor, die Gewinnerin per Kissenschlacht zu ermitteln. Die Mädchen erwiesen sich aber als noch kreativer als ihre Mutter. Eine tolle Idee. Wir sind gespannt, ob sie mal in einem Comedy-Film aufgegriffen wird, was definitiv für Abwechslung sorgen würde. Lull. Manchmal sollte man sich im Umgang mit kleinen Kindern an die Regel halten, dass man keine unnötigen Fragen stellen soll. Mhm. So hat die Mutter dieser Kleinen, als sie von ihr gebeten wurde, sie zusammen mit der Kartoffel zu fotografieren, darauf verzichtet, eine Logik hinter ihrer Bitte zu suchen. Nachher musste sie feststellen, dass ihre Tochter ein Gespür für viralen Content hat, weil die Bilder über 25.000 Mal geliked wurden. Fotos von einem herkömmlichen Fotoshooting hätten niemals so viele Daumen hoch bekommen. Bro, aber jetzt nur noch Bilder mit Kartoffeln. Gleichzeitig lesen, schreiben und... Aber ich check das Video wieder nicht. Ich dachte, jetzt kommen eigentlich so Kinder halt, die das System... Wie der erste mit dem Lego so, die bam, ich habe meine Eltern ausgetrickst, so. Heißt das Video, Alter. Und irgendwie, das sind jetzt so Kinder-Fails, funny moments, oder? Oder nicht? Ich bin froh, ich bin voll verwirrt. Der römische Kaiser scheint eine ernstzunehmende Konkurrenz zu haben. Okay, sie hat ausgetrickst. Die Kleine ist wirklich verdammt gut im Multitasking. Bro. Wenn man zu tief in die virtuelle Welt eintaucht, läuft man Gefahr, die reale Welt zu vernachlässigen. It was at this moment that he oh, Easy! Der wird weggecatcht, oder? Oh mein Gott, was?
Doch für einen echten Jedi-Ritter ist es gar kein Problem. Er kann nämlich in mehreren Dimensionen gleichzeitig existieren. Er hat wirklich System ausgetrickst. Oh mein Gott. Die meisten Teenager reagieren auf das neugeborene Geschwister, ob Bruder oder Schwester, mit Eifersucht. Ganz anders sieht es bei kleinen Kindern aus. Dieser Junge wollte sich seinen neuen besten Freund unbedingt aus der Nähe anschauen, doch dummerweise hat er sich zuvor eine Erkältung aufgeschnappt. Das hat ihn jedoch nicht daran gehindert, das Leben als Entfernung zu betrachten. Ehrenmann, Bro, er will seinen kleinen Bruder nicht anstecken, deswegen guckt er mit dem Fernrohr da seinen Bruder an. Ehrenmann, Alter. Ein Hochschuldiplom, um großartige Erfindungen zu machen. Mit diesem Gerät ist den Jungs eine 1 in Physik sicher. Es ist allerdings nicht ganz klar, inwiefern die Vorrichtung das klassische Trinken aus Gläsern erleichtern soll. Aber man darf nicht vergessen, dass sich der Sinn mancher genialen Erfindungen nicht jedem Erwachsenen erschließt. Hä? Was tun, Bro, jetzt habe ich die Erfindung verpasst. Ich habe gerade so deep gegähnt, ich habe nicht aufpassen können. Mist, Alter, das sah richtig cool aus. Wofür man unbedingt einen Handmixer braucht, den man aber nicht hat. In diesem Fall kann man natürlich auf einen Spiralbesen zurückgreifen, aber da bräuchte man Arme wie Popeye, weil es ganz schön anstrengend wäre. Dieses Mädchen fand eine brillante Lösung für dieses Problem. Mit Hilfe von Tesaband machte sie aus einem Elektroschrauber und einem Schlagbesen einen Küchenmixer. 500 IQ. 500 IQ. Und Casino Royale. Das nennen wir echtes Glück. Aber da wir wissen, wie großzügig die Belohnungen ausfallen, wenn man am Spielautomaten gewinnt, vermuten wir mal, dass die Kleine höchstens ein paar Basketbälle erhalten. Hoffentlich war es nicht zu sehr enttäuscht. Aber unser Bro, Preis bei den Dingern ist aber immer so, da hast du 5 Millionen so Preistickets und dann kriegst du eine Rose am Schluss. Für die beste Reaktion auf einen Jackpot-Gewinn geht an diesen Burschen. Man hat den Eindruck, als ob er gerade ein ganzes Königreich erobert hätte und nun der alleinige Herrscher der Welt wäre. Geil. Wunder, dass dieses Foto im Netz die Runde machte und später zum Meme wurde. Fragt niemals eine Lady danach, was in ihrer Handtasche drin sei. Denn sowohl ihr Inhalt als auch ihr Fassungsvermögen können euch im Staunen versetzen. Viele Grüße an dieser Stelle an Hermine mit ihrem Ausdehnungszauber. Diese Prinzessin scheint von Kindesbeinen an zu wissen, dass man alles Notwendige immer mit sich führen sollte. So ist man überall gegen eine plötzliche Hungersnot gewappnet. Bro, wie geil! Wer sagt mein Gott, dass man sich als Mädchen für eine Kinderparty unbedingt als Disney-Prinzessin verkleiden muss? Lit. Zum Teufel mit diesem Klischee. Man könnte sich doch in etwas verwandeln, was man am meisten liebt. Wie etwa in einen leckeren Hotdog mit Senf. Zumal die Wahrscheinlichkeit, in diesem Fall einer gleichgekleideten Konkurrentin zu begegnen, gleich null wäre. Also lauter Vorteile. Jeder von uns hat einen Freund, der gerne mal Gruppenfotos vermasselt. Aber es ist völlig unmöglich, auf so ein süßes Ding sauer zu sein, dass es bei einer fremden Familie... Ach Leute, ich höre gleich dazu, Bro. Ich dachte gerade so, hä, was daran schlimm an dem Bild? Mein Kopf heute, ich bin nicht übel langsam. Ich hänge hinterher wie nochmal was, Alter. Foto ins Bild geschmuggelt hat. Manche Biologielehrer verwenden originelle Unterrichtsmethoden. Sie bitten ihre Schüler unter anderem darum, lebende Tiere, zum Beispiel kleine Fische, in den Unterricht zu bringen, um sie zu beobachten und bestimmte Schlüsse aus ihrem Verhalten zu ziehen. Warum muss ich die ganze Zeit gähnen, Alter? So etwas macht natürlich viel mehr Spaß, als auf leblose Bilder im Lehrbuch zu starren. Und besonders, wenn man keinen kleinen Fisch, sondern so einen riesigen Karpfen mitbringt, wie der Lehrer darauf wohl reagiert hat. Manche Eltern tun sich schwer, sich bestimmte Verhaltensweisen ihrer Kinder zu erklären. Liegt es vielleicht an dem Erwachsenen selbst? Diesem Jungen ist nichts vorzuwerfen. Seine Mutter sagte ihm, er soll an die frische Luft spielen gehen. Und er hat ihre Bitte erfüllt. So allerdings IG, nahm Bro. Er seinen Laptop mit nach draußen. Aber eigentlich hat er an den Worten seiner Mutter Folge geleistet. Bro, das ist genau der Dude, der euch in Fortnite richtig hardcore zerstört. Das ist genau der, Alter. Genau von dem werdet ihr zerstört, Boys and Girls. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen runter, abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr neu seid. War sehr schön, war ein cooles Video. Am Anfang war ich ein bisschen verwirrt. Am Ende habe ich nur noch gegähnt. Aber trotzdem, Video wird hochgeladen. Laden los, Upload ist da.